unser Dominik Knepp. Die FPÖ bei ihrem Wahlkampfabschluss vor der Nationalratswahl. Explizit wurden bei den Reden auch Menschen mit Migrationshintergrund angesprochen. Viele Migranten melden sich bei uns, die vielleicht früher aus dem Osten gekommen sind als Flüchtlinge aus dem Ostblock, die hierher gekommen sind, Rumänen, Ungarn, Polen, aber auch in den 90er Jahren die Serben, aber auch viele Türken, die hierher gekommen sind und die gesagt haben, wir mussten hier die Sprache lernen, wir haben hier gearbeitet, wir sind Teil der Gesellschaft geworden und am Schluss auch österreichische Staatsbürger. Und da sage ich, das ist auch gut so. Besonders ein Mann sorgte im Wahlkampf in den sozialen Medien für Aufsehen. Mehmet Özay. Er unterstützt die FPÖ und hat sich auf FPÖ-TV öffentlich als türkischstämmiger Wähler deklariert. Ich bin das beste Beispiel. Wieso soll man Angst vor Herbert Kickl und FPÖ haben? Der Goldhändler wirbt auch auf seiner Facebook-Seite für die FPÖ. Ein neues Phänomen für jemanden mit türkischer Migrationsgeschichte. Er wollte mit uns über seine Gründe dafür sprechen. Wir sind nicht gegen Ausländer, wir sind gegen dieses System. Wir wollen gegen das System? Gegen das System, was man den Ausländern bzw. den Asylanten anbietet, aber unseren eigenen Leuten, die hier wirklich seit Jahrzehnten leben, arbeiten, Sozialversicherungen zahlen, Steuern zahlen, die grenzt man aus. Mehmet Özay ist in der Türkei geboren und muslimisch, auch wenn nicht streng religiös. Als kleines Kind kam er mit seiner Familie nach Wien. Er kennt die Mühen, denen die sogenannte Gastarbeitergeneration ausgesetzt war. Haben Ihre Eltern sich als Teil der österreichischen Bevölkerung gefühlt? Mein Vater ja, meine Mutter leider nicht. Weil mein Vater war ja, wie gesagt, sehr viel im Bau tätig und hat immer wieder mit den Menschen halt zu tun gehabt und hat immer wieder halt Deutsch gesprochen. Und meine Mutter ist halt hergekommen und hat türkische Arbeitskollegen gehabt. Das heißt, sie hat nie die Möglichkeit gehabt, diese Sprache zu lernen. Und dadurch hat sie sich halt wenig getraut, draußen zu sprechen. Und wenn sie halt gesprochen hat, dann hat sie halt mit ihren türkischen Freundinnen gesprochen. Ob Teuerung, die CO2-Besteuerung oder die Corona-Maßnahmen. In vielen Punkten ist der Goldankäufer überzeugt vom Wahlprogramm der FPÖ. Diese Aktion von Memo für die FPÖ war unbezahlbar. Weil dadurch haben sie halt gewisse Stimmen der türkischen Community einfach an sich nehmen können. In der Community sorgte das Video aber auch für viel Kritik. Erol Geldi von der Wiener SÖZ-Partei wirbt selbst um Stimmen aus der türkischen Community. Er glaubt nicht, dass die FPÖ viele türkischstämmige ÖsterreicherInnen überzeugen kann. Weil langfristig weiß die türkische Community genau, dass FPÖ nie Freund sein wird von der Community, sobald man seine Identität nicht komplett abgibt. Also wenn man sich assimiliert, dann ist natürlich die FPÖ ein guter Ansprechpartner. Aber wenn man seine kulturellen Besonderheiten oder Sensibilitäten lebt und auch ausleben möchte und auch vertreten haben möchte, dann weiß die Community auch, dass das langfristig keine Lösung ist. Im Jahr 2021 sprach sich Kickl für ein Aussetzen der Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an türkische Staatsbürger aus. Und Norbert Hofer meinte bei einer Kundgebung im Jahr 2020, der Koran sei gefährlicher als Corona. Das ist Politik. Und dieses Mal ist es aber so gewesen, dass die FPÖ kein einziges negatives Wort über die Türken gesagt hat. Ja? Und nichts über den Islam. Der Ham statt Islam, Abendland in Christenhand. Damit warb die FPÖ um Stimmen. Welche Gründe haben Menschen mit türkischen Wurzeln, eine Partei zu wählen, die gegen Zuwanderung vor allem aus islamischen Ländern ist? Es gibt mehrere Gründe. Das eine ist, dass die Türkeistämmigen doch jetzt über eine lange, lange Biografie hier in Österreich haben. Die dritte Generation wächst auf. Und die, die zum Beispiel hier geboren sind, aufgewachsen sind, die sehen sich teilweise auch als Österreicher. Deswegen ist ihnen die Parteienlandschaft auch nicht mehr so fremd. Der Sozialwissenschaftler Kenan Güngör meint, dass Menschen mit türkischem Migrationshintergrund lange als Außenseiter in der österreichischen Gesellschaft galten. Das sei jetzt anders. Wenn dann aber eine neue Gruppe kommt, und das waren die Syrer und die Afghanen, dann auf einmal sind das die wirklichen sozusagen Außenseiter,
zugewandt. Und die Türkeistämmigen werden sogar zum Teil anerkannt, stärker. Und es gibt viele Türkeistämmige, die sich genau wie viele Österreicher darüber aufregen, zu sagen, wir haben zu viele Syrer und Afghanen hier, wir haben 40 Jahre lang gearbeitet und die bekommen alles. Das heißt, dort gibt es sowas wie Ähnlichkeitsmuster, die sich zeigen. Und das alles zusammen bewirkt, dass ein Teil, und da muss man ganz vorsichtig sein, ich glaube, dass es in der Tat jetzt einen Teil gibt, die auch die FPÖ wählen, aber ich wäre mir nicht sicher, ob das 5 oder maximal 10% der Wählerschaft wären der Türkeistämmigen, und das wäre schon vielleicht sogar etwas zu hoch gegriffen. Der Wissenschaftler betont aber auch, dass das Potenzial der FPÖ-Wähler innerhalb der türkischen Community durchaus höher sein könnte. Denn der Nationalismus, der Autoritarismus und auch sozusagen die rechte Position bis rechtsextreme Position ist in Teilen der Türkeistämmigen deutlich stärker ausgeprägt als in der österreichischen Bevölkerung. Der Grund, warum sie es eben nicht wählen, ist, weil die FPÖ als eine ausländerfeindliche, aber sehr stark türken- und muslimfeindliche Partei gesehen wird. Im Wahlkampf war Zuwanderung auch für Menschen mit Migrationshintergrund ein Thema. Menschen aus Syrien, wie die Familie Hamdi, standen besonders im Fokus. Der Wahlsieg der FPÖ löst bei der Familie Unbehagen aus. Jedes Mal, wenn ich aus der Tür rausgehe, habe ich mit vielen Gedanken in meinem Kopf zu kämpfen. Ich bin schon lange hier und ich sehe mich als Österreicherin. Heißt recht, weil ich aufgewachsen bin, hier in die Schule gegangen bin, maturiert habe, studiere, arbeite, meinen Beitrag leiste. Aber trotzdem gibt es einfach Vorurteile, die Blicke, die Sprüche. Und es ist einfach die Angst da, dass, obwohl man sich so super integriert, dass man trotzdem von der Bevölkerung abgestoßen wird. Der irakische Barbier Nuri Baba versteht die Sorgen der Menschen, denn vieles sei in den vergangenen Jahren von der Politik verabsäumt worden. Warum sich Menschen mit muslimischem Glauben dafür entscheiden, die FPÖ zu wählen, versteht er nicht. Also ich sage dir ehrlich, diese Leute, ich weiß nicht, was sie haben. Weil die waren selber hier als Arbeitskräfte gekommen oder Flüchtlinge gekommen und dann zum Schluss wählen sie ein FPÖ. Also ich meine, was glaubst du oder was willst du glauben? Was werden die machen? Mehrheitsfähig scheint die FPÖ unter Musliminnen und Muslimen nicht zu sein. Wie viele Menschen aus der türkischen Community sie tatsächlich wählen, ist unklar. Mehmet Özer hat sich jedenfalls für einen Wahlsieg der FPÖ stark gemacht. Wissen Sie, auf wie vielen FPÖ-Veranstaltungen ich in den letzten 3 Wochen war? Auf vielen, schätze ich mal. Ja. Und haben Sie sich da wohl gefühlt und sehr sogar. Zugehört? Und sehr sogar. Sie haben ja auch meine Fotos auf Facebook gesehen. Ich habe sehr schöne Zeit gehabt mit allen. Sehr viele Gespräche geführt, mit Herrn Dominik Knepp zum Beispiel. Und ein sehr kurzes Gespräch mit dem Herrn Kickl. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, was ich gesagt habe. Ich war ja voller Gefühle und es war für mich einer meiner Highlights, sage ich einmal.